Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitte. Wir sind auf der Tempest inzwischen wieder und sind jetzt in diesem System, in dem sich der Archon herumtreiben soll. Also auf der Suche nach diesem Archon. Tafino heißt das. Ja. Oh, die Jagd auf den Archon, na schön. Ich frage mich, wer hier gejagt wird. Tja. So richtig, Wir werden sehen. Aber es sieht so aus, als ob wir erstmal ihn erstmal finden lassen, oder? Die Sensordaten bestätigen, dass das Schiff des Archons vor Ort ist. Mhm. Ich fass es nicht. Es hat tatsächlich funktioniert. Aber da ist noch etwas anderes. Ein Schiff der Initiative ist mit ihm verbunden. Es ist die Arche Passero. Bestätige. Es besteht eine 100%ige Übereinstimmung mit der Salarianischen Arche. Den Daten zufolge ist sie schon seit längerem hier. Nun, das ändert einiges. Oh je. Die letzte, die uns noch gefehlt hat. Ja. Kein Wunder, dass wir die nicht gefunden haben. Das Kenner sagt uns nichts. Tja. Ist gekapert. Dann wollen wir mal andocken, ne? Aber die Arche ist unbeschädigt. Oh, okay. Na gut. Richtig, ich habe noch gar nicht gelesen, was ja, du hier liest steht. Die Analyse ist aber nicht. Auch ganz schlecht zu lesen. Ist mit dem Kreativ verbunden, okay, das haben wir schon festgestellt. Aber dass sie unbeschädigt ist und der Energiestatus zeigt an, dass er sich im Standby-Modus befindet. Ja, das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Naja, aber wenn sie schon längere Zeit mit denen zu tun hat, dann sieht es gar nicht gut aus für die armen Leute. Die da drauf waren, ja. Wir werden gucken, ja. Wir wollen aufbrechen. So, wen nehmen wir mit? Nur wenn ich mal wieder, ich würde sagen, wie wär's mit Dreck und Cora? Könnten wir machen, ja. Oder was meinst du? Oder Vetra und... Nehmen wir mal Vetra und Dreck mit, hä? Das sind also unsere Lieblingstruppe. Ja. Jeder hat so seine Lieblingstruppe und das hat unsere. Ja. Okay, ansonsten irgendwas zu machen? Ich glaube nicht. Also los. Es ist also wahr? Wir haben die Salarianische Arche gefunden? Sam, taktische Ansicht. Allem Anschein nach hat der Archon sie gekapert. Die Schiffe sind miteinander verbunden. Wie sieht der Plan aus? Ich arbeite dran. Sam, stell eine Verbindung zur Moschei her. Verbindung steht. Ryder, schön, Sie wiederzusehen. Wir haben das Schiff des Archons gefunden, aber die Sache ist komplizierter, als wir dachten. Ich wüsste also gerne, wonach genau wir suchen. Nach einer großen Reliquie der Relikte mit einer Darstellung von Meridian. Sie war in seinem Privatquartier, seinem Allerheiligsten, wie er es nannte. Er ist äußerst stolz auf diese Reliquie. Gut zu wissen. Ja. Das war genau die Information, die wir brauchten. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie das für uns alle tun. Aber seien Sie vorsichtig. Ich habe die Grausamkeit des Archons erlebt. Ich hoffe, Ihnen bleibt das erspart. Das hoffe ich auch. Danke für Ihre Hilfe, Moschei. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay. Wenn wir die Sache richtig angehen, entkommen wir nicht nur mit der Reliquie, sondern retten auch die Salarianer. Ich schlage vor, wir gehen auf die Arche, verschaffen uns einen Überblick und schleichen uns dann durch die Verbindungsröhre auf das Kettschiff. Das sollte realisierbar sein. Die Arche Passero ist derzeit auf Standby. Lediglich die Stasebereiche sind in Betrieb. Wie geht es den Salarianern? Unbekannt. Sie haben die Moschei gehört. Der Archon ist zu allem fähig. Ja, wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Nee. Genau deshalb müssen wir auch wachsam bleiben. Wenn wir den Archon unterschätzen, sind wir tot. Ryder? Oh, Kallo. Was immer Sie brauchen, das sind meine Leute. Wir holen Sie zurück. Das hier ist wirklich wichtig. Tempest? Wir sind drin. Wir registrieren auf dem Kettschiff bislang keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Pathfinder, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf ein Terminal zuzugreifen, kann ich die Lage beurteilen. Ah ja.
Man kann ja mal fragen, natürlich können wir nicht speichern. Ob man speichern kann, aber natürlich nicht. Okay, man kann mal scannen, aber ich glaube da nicht, dass hier... Doch, da ist ein Datenpad, habe ich gesehen. Hast du es auch gesehen? Nein. Warum siehst du sowas nicht? Warum sehe ich das nicht? Hier ist es doch. Ja. Danke. Gerne schön. Gott sei Dank sind die Positionen unbekannt. Das ist gut so, ja. Also ich nehme mal an, das ist von unseren Feinden. Wir haben ein Biodesinfektionsmittel gefunden. Ja, ich weiß. Das habe ich schon lange vermisst. Toll. Da ist zu... Aber hier ist eine Konsole. Das ist das, was hier ist eine Konsole. Sam braucht, glaube ich. Ich greife jetzt auf die internen Systeme der Arche Passero zu. Einen Moment. Es wurde eine zusätzliche Datenverschlüsselung hinzugefügt. Aha. Tja. Warum? Lass dir Zeit, noch hat uns keiner entdeckt. Ja, eben. Das entspricht nicht den Vorschriften. Waren das die Salarianer? Anscheinend ja. Es handelt sich um einen kryptografischen Code ihres Geheimdienstes. Ich habe ihn entschlüsselt. Na gut. Aha. Na gut. Aktueller Missionsstatus? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Passero im Helios-Cluster eingetroffen. Die Position der Nexus ist unbekannt. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Also doch, suchen ja. Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Na dann mal los. Wir müssen sie finden. Ich überbrücke die Schocksteuerung. Jetzt. Wir wollen doch auch die anderen noch sehen. Ja. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentrale Anlaufstelle. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Ja, ja. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder, aber Pathfinder Seven Raker. Noch fragen. Die Lage ist kritisch. Da steht noch Pathfinder, haben wir noch nicht gefragt? Nein. Ich hoffe, wir können uns das noch erlauben. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung ja, von Außenposten sowie okay, der Besiedlung einzuschätzen. Ja. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Gut, danke. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Alles klar. Begriffen. Hm, gut. Okay, und nun? Er hat gesagt, er hat den Schott geöffnet. Versuchen wir mal durch diese ja Tür gesagt. Zu kommen. Und hier ist blau. Erstmal nichts weiter zu sehen. Wie steht's um das Schiff, Sam? Die CAT haben zwar einige Ergänzungen vorgenommen, aber die Systeme der Arche sind noch funktionsfähig. Sie ist also flugbereit? Ja. Ryder, überlegen Sie etwa? Ja. Der einfachste Weg, alle zu retten, ist nun mal, die ganze Arche mitzunehmen. Als einfach würde ich das nicht gerade bezeichnen. Ja. Solange die richtigen Salarianer noch an Bord sind, könnte es funktionieren. Keine Leichen. Und auch sonst keine Hinweise auf einen Kampf. Haben sich die Salarianer einfach ergeben? Ich hoffe, ihr Pathfinder kann ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wenn wir ihn finden. Ja, ich schätze, dass wir klettern müssen. Gabelstapler, hast du gesehen? Ja, das war vorhin schon. Ah ja. Wir sind wohl hier durch den Lagerraum rangekommen. Hm. Sieht jedenfalls so aus. Ja. Das war wohl der Lieferanteneingang. Hm. Krankenstation. Krankenstation. Naja, die Eichen sehen sich total ähnlich. Ja. Ja. Hier piept's. Ja. Was piept hier? Zeitbombe. Halt.
Was stand da? Initiative Kantec. Na. Na ja, was soll's. Schon gut, aber vielleicht geht darf man auch mehr. Mal einen Blick drauf werfen, wenn du es gescannt hast, was es sagt. Wäre ja nett, Datenpads hier. Ah, es kommt von denen, ja. Ja. Von den Salarianern. Sie haben keine Chance gesehen, ja, bewaffnet sind die Eichen ja nicht. Richtig. Die Eichen sind ja nur rudimentär bewaffnet, also nicht großartig im Grunde. Da ist so gut wie keine Bewaffnung. Es sind auch kaum Leute an Bord, die wach sind, die kämpfen könnten. Also, das ist wahrscheinlich nur so eine... Oh, guck mal, hier liegt einer. Tot, ja. Dieser Kolonist ist verstorben. Das medizinische Terminal könnte uns weitere Informationen liefern. Kann man mal nachfragen. Aha. Jetzt kommen wir auch an die Konsole heran. Was oder sagen Ihre Daten über den Salarianer, Sam? Er wird als Pathfinder 7 Raker identifiziert. Ach du Schande. Der Pathfinder ist tot. Oh je. Was ist das? Wie lautet die Todesursache? Eine Hirnembolie während der Stase. Allerdings ist Pathfinder Raker laut den Daten der Initiative weiblich. Dieser Patient hingegen ist männlich. Hä? Was? Und wer ist das dann? Ich habe seine DNA-Signatur aus Ihrem Scan. Finden Sie einen Sequencer, dann kann ich seine Identität ermitteln. Einen Sequencer? Oh, mehr kommt hier nicht das so mehr raus. Aha. Haben Sie den wohl als Ding ausgegeben, ne? Tja. Die DNA des verstorbenen Salarianers stammt von dem Kolonisten Jax Orlin. Dann haben sie sie ausgetauscht. Ja, genau. Sie wollen ihren Pathfinder verstecken. Sehen wir uns die Stase-Kapsel dieses Kolonisten an. Vielleicht ist jemand drin. Ich habe die Kapselreihe markiert. Typisch Salarianer. Alles Schall und Rauch. Ja, ich verstehe, dass er die nicht mag, aber komm, jetzt müssen wir mal... Das ist ja wohl so eine gegenseitige Abneigung, ne? Zwischen Kroganern und Salarianern. Hier sind ja wohl keine Kapseln mehr. Das ist zwar rot, aber interessiert uns nicht. Da ist was. Hier ist jemand. Na. Dieser Salarianer weist keine Vitalzeichen auf. Herzversagen während der Stase-Aufhebung. Na gut, nicht alle haben es überlebt, aber es haben sie auch nicht gemerkt, dass sie dann tot sind. Anführungsstriche gesetzt. So, den hatten wir schon. Ja, das war der Pathfinder, der kein Pathfinder ist. Tja, so weit gereist und dann sind sie gestorben, als sie dann aufgetaut wurden. Ja. Unglaublich, wie viele Kapseln hier fehlen. Ja. Vielleicht konnten die Leute ja entkommen, bevor die Cat aufgetaucht sind. Dafür war der salarianische Captain zu beunruhigt. Nee, die kann ich alle nichts kennen. Aber ich soll hier scannen. Was soll ich denn hier scannen, verflixt? Na, manchmal piepst ja so komisch. Also ja, hier aber hier ist wieder, ja nur der Gabelstapler. Ja, gut, aber dann piepen wir an der Wand oder unten oder so oder da. Das ist ziemlich nah. Kommt mir das vor? Ja, ist sie auch. Hier, guck mal, hier sind, was ist denn hier? Auf dem Boden irgendwas? Da ist das Rote, das hast du gesehen? Da flackert was. Das da. Aber das flackert doch nur das Licht. Guck mal, wie du meinst. Ich weiß es nicht. Ja, hier. Auf jeden Fall ist es ja nahe. Hä? Ach. Auch hat sich wieder mal einer nach oben begeben. Trotzdem finde ich es komisch, wenn das hier so. Ach, hier sind noch jede Menge Stase-Kapseln. Mann, machen die Lärm. Mann, Freunde, was ist denn das hier? Da. Hier ist was Rotes. Ja.
Die Kapsel scheint interessant. Das ist nicht Jax Arlins Kapsel. Ach. Das ist nicht die Kapsel, die wir suchen. Das ist die Kapsel des verstorbenen Salarianers, aber darin befindet sich eine Salarianerin. Ich glaube, wir haben ihren Pathfinder gefunden. Holen wir sie raus. Sie benötigen Zugriff auf die Stase-Steuerung, um sie wieder zu beleben. Aha. Ach so, ja. Tja. Konsole benutzen, ja. Oder? Wie schön, dass es Konsolen gibt. Tut mir leid, aber wir müssen dich aufwecken. Lassen Sie sich Zeit. Mir geht's gut. Wir Salarianer erholen uns nahezu augenblicklich von der Stase. Ja, viel Zeit haben Sie auch nicht. Wer sind Sie? Ryder, Pathfinder der menschlichen Arche. Wo ist Alec? Er hat es nicht geschafft. Das hier ist Wahnsinn. Die Stase war ein Fehler. Ich hätte niemals zustimmen dürfen. Nein? Jetzt 600 Jahre abwarten sollen, oder was? Nee, wahrscheinlich meinst du die Stase hinterher nochmal, oder wie? Oder was? Irgendwas wurde hier vertauscht. Eine Anführerin sollte nicht schlafen. Eine feindliche Spezies, eine Armada, hat uns angegriffen. Unser Captain kapitulierte, damit wir später zurückschlagen können. Deswegen wurde sie nochmal ins Tal versetzt. Er überzeugte mich, mich unter den normalen Leuten zu verstecken und meinen Sam abzuschalten, damit wir nicht in feindliche Hände fallen. Aber wir sind immer noch gefangen. Nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Catschiffs, um Informationen zu sammeln. Wecken Sie eine Crew und machen Sie die Arche fluchtbereit. Das wird schnell gehen. Anschließend versuche ich, Sie freizubekommen, damit Sie Ihr Ziel verfolgen können. Klingt gut. Ja, klar. Sehr gut, aber halten Sie sich zurück. Unsere Feinde dürfen nichts ahnen. Nein, natürlich nicht. Ich binde Sie in unser System ein. Wir bleiben in Kontakt. Hallo, Pathfinder Raker. Ah, endlich wieder ein Sam in meinem Kopf. Ich bin zurück. Wir werden bereit sein. Die Pathfinder haben also alle Sams. So. Tempest, wir sind in der Verbindungsröhre und auf dem Weg zum Catschiff. Bisher deutet nichts darauf hin, dass Sie von Ihrer Anwesenheit wissen. Viel Glück, Pathfinder. Können wir brauchen. Ja. Okay, wir ziehen es schnell und leise durch. Wenn wir Glück haben, kriegen Sie nicht mal mit, dass wir hier sind. Oh. Na, dann müsst ihr aber sehr viel Glück träum haben. Träum weiter. Ne? Ich glaube, Sie haben doch was mitgekriegt. Da sind schon ein paar Feinde. Wir werden ganz leise schießen. Naja, ich meine, wo er nicht nur da bleiben können, wo er sei. Sie dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Nein, das dürfen Sie nicht. Natürlich nicht. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Wir müssen da durch. Na. Da oben kommen noch mehr. Na, endlich mal Feinde. War schon lange. Was für eine Wahnsinn. Du siehst ja keinen, oder? Hey. Kleine. Hallo, sei da. Nicht schlafen. Hilf mal deinen Freunden, die müssen helfen, ja? Die sind besonders gefährlich. Das mit dem Reinschleichen hat sich wohl erledigt. Und was jetzt? Falls Sie ein Terminal finden, könnte ich möglicherweise Ihre Systeme analysieren. Ja, so eine Karte wäre vielleicht gar nicht schlecht. Sowas wie ein Bauplan oder so. Aber man kann ja immer noch gucken, ob es irgendwelches brauchbares Zeugs gibt, was wir mitnehmen könnten. Ja, klar, wir haben ja nichts. Ja. Du weißt ja gar nicht mehr, was du machen sollst mit deinem... Nein, vergessen. Oh, was haben wir da? Ein Behälter.
Datenpad wäre mir lieb. Auch Proteinschleim. Endlich mal Proteinschleim. Ich hatte Mann, schon Hunger. Das ist ein gutes Geschenk für Joel. Kannst du mitbringen als Mitbringsel. So. Ja. Musst du nachladen? Naja, ein bisschen Munition ist nie verkehrt. Man weiß nie, wann man wieder welche braucht. Mhm. So, nein, ich halte mich nicht allzu lange auf hier. Wir sind ja nun nicht gerade arm. Auch eine Konsole. Ist hier eine? Ja. Nö, arm sind wir nicht. Wir müssen nicht alles mitnehmen. Nur das Wichtigste. Das ist immer das Problem. Ich reise jetzt auf die Schiffssysteme zu. Ich habe die Privatquartiere des Archons gefunden. Sehr schön. Na, das können wir uns mal alles anhören. Erstmal. Hält sich der Archon dort auf? Diese Information ist nicht zugänglich. Ich kenne lediglich die Lage seiner Räumlichkeiten. Nun dann. Wir können ihn ja mal anfunken. Hallo Archon, wo bist du? Wie ist die Sicherheitslage? Es wurde Alarm ausgelöst, aber ich habe ihn unterbrochen. Allerdings nur vorübergehend. Okay, also müssen wir uns beeilen. Ja, dann gehen die wir Moschei meinte, die Reliquie wäre in seinem Quartier. Also los, gehen wir. Na gut. Ryder. Ich dachte, sie wären auf der Arche. Zu viele unserer Leute werden vermisst. Wenn wir sie jetzt nicht finden, finden wir sie nie. Das ist Hager, der Captain unserer Arche. Wir konzentrieren uns auf die Rettung, während sie vorrücken, Ryder. Sekundäre Route verfügbar. Markiere Navpunkt. Wir machen ihnen den Weg frei. Bewegung. Aber ich bin Geschichtslehrer. Ich kann nicht kämpfen. Und ich habe immer nur Schiffe geflogen. Aber deshalb kippe ich nicht gleich um und sterbe. Wir können das schaffen. Captain Hager hat recht. Unsere Leute brauchen uns. Diese Rettung ist unsere Pflicht. Ich habe früher einen LG-Antrieber auf Suakesh repariert. Ich könnte bestimmt ein paar Überraschungen für die Cat zusammenbauen. Gut, wir müssen clever sein, improvisieren und im Schatten bleiben. Ja, im Schatten bleiben ist Ryder, hier bestimmt nicht falsch. Wenn Sie auf das Terminal zugreifen, kann ich die Türsteuerung überbrücken. Na gut. Wir versuchen hier unsere Leute zu finden. Es tut mir leid, dass wir Ihnen nicht helfen können, aber wir haben unsere eigene Mission. Viel Glück, Pathfinder. Für Sie auch, Pathfinder. Wo müssen okay, wir Sam, denn jetzt die Reliquie. Hast du sie noch auf dem Schirm? Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Sie können weitergehen. Wenn es nur so einfach wäre. Drei von uns gegen ein Schiff voller Cat. Wir sind zu viert. Ich zähle doppelt. Süß. Ja, man muss ihn wirklich lieben. So. Können wir jedenfalls öffnen. Mit ja. Speichern müssen wir uns nicht aufhalten, man kann nicht speichern. Nein, da braucht man gar nicht zu fragen. Hier lang oder da hinten? Hier war auch eine Waffenkammer. Aha. Wir sollten nur nicht da sein, wenn sie damit rumballern. Aha. Geht das da hinten weiter? Sieht so aus. Ja, Munition habe ich ja schon. Aha. Hier sind Feinde. Okay. Wo sind sie? Tja, gute Frage. Sind das Pirsch oder was? Kann hier so schlecht und, sehen. Und geradeaus. Nee, das sind andere. Das sind Erwählte. Und da hinten ist auch einer. Ja. Der hier, den kann man gut sehen. Es geht los! Halten Sie den Kopf unten und rücken Sie vor! Wo wollen Sie denn hin? Der Ausgang ist auf der anderen Seite des Raumes. Danke, Sam. Dann dass er immer gleich wir eine Antwort nur durch zwei, drei Cat durch. Ja, nur durch zwei, drei. Es ist ja kein Landungsschiff im Anflug. Das wird noch schlimmer, bevor es besser wird. Ein Landungsschiff? Das ist unfair! Sie kriegen Verstärkung! Sie kommen aus allen Richtungen! Ja. Wenn ich sie sehen würde. Ja, zum Glück sind unsere Freunde die.
Nein, Mensch, guck das Mündungsfeuer an, woher das kommt. Achtet ihr auf die Bastarde da oben? Ja, guck mal. Da sind wir gleich. So. Die hätten wir erst mal ruhig gestellt. Leute, wir sind hier eigentlich die Kavallerie. Wo ist es? Da ist eine. Ich meine, es ist gut. Wir haben's geschafft. Das war der letzte. Gut. Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Sam? Sie befinden sich weiterhin auf dem richtigen Weg zu den Quartieren des Archons. Schön. Ich hoffe sehr, diese Reliquie ist wirklich so bedeutend, wie die Moschei gesagt hat. Tja, das ist wieder eines von diesen Sachen, die angeblich so bedeutend sind und von denen man später nie wieder was hört. Was meinst du? Ja, es gibt ja mal so wieder diese Dinger hier. Das gibt's, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da gibt es auch ein spezielles Wort für. Ryder, hier spricht Pathfinder Raker. Ich nehme an, für die Alarme sind Sie verantwortlich? Ja, leider. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Und bei Ihnen? Noch wurden wir nicht entdeckt. Suchen weiter unsere Leute. Raker out. Okay. Es gibt diese Dinge, die man irgendwie immer sucht und die, wo jeder hinterher ist und die, von denen man später nie wieder was hört, ja, die im Grunde eigentlich unbedeutend sind. Aber sie sind einfach wichtig und für die Handlung, ja. So, Über diesen Steg da oben könnten wir hier rauskommen. Ja. Über diesen Steg da oben? Ja, da oben ist ein Steg. Kann man da hochklettern? Ja, hochspringen? Du? Hä? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, was der meint, den da oben. Gemein, den kann man doch hier von hier aus sehen. Ja, den meint er. Okay. Ja, ja, das würde ich schon sagen. Was er den... Wer hat da jemand was gesagt? Ich glaube, wir müssen hier durch. Hier ist ein Arbeiter. Wo bist du denn? Er hat gerade eine Stase-Kapsel angestarrt. Aha. Da fehlen jede Menge Kapseln. Wo sind die übrigen? Ja, was denkst du? Da üben die auch mal den Aufstieg. Tja. Eine Geschützbatterie sollten wir vielleicht erstmal außer Kraft setzen. Wo denn? Du hast sie entdeckt. Tja. Dann guck mal genau hin. Sieht alles nicht aus wie ein Geschütz. Wir werden wohl warten müssen, bis sie feuern, ne? Ist zwar blöd, aber... Sehen Sie sich das an. Da ist an. Es doch. Die sehen wie Bordgeschütze aus. Ja, bestätige. Die Dinger, die da es handelt sich um die Angriffsbewaffnung eines äußerst leistungsfähigen Kriegsschiffes. Und sie sind alle auf die Salarianische Arche gerichtet. Ja. Ich fürchte, wir haben ein Problem. Der Weg führt auf der anderen Seite des Raumes weiter. Aha. Nur drauf schießen bringt's. Auf der anderen Seite des Raums? Ja, wir müssen den Raum irgendwie durchqueren. Frage diese Geschütze schießen nicht daneben. Und das war's dann für uns. Die Mission, die Reliquie, für alles. Zumindest ist hier alles ruhig. Ja. Noch. Du sagst es. Auf diesem Schiff geht es nur darum, das Leben aller anderen zu ruinieren. Die Cat versklaven dich oder sie töten dich. Sonst nichts. Hier geht es wohl nur um... Scheiße! Die Tür wurde gerade verriegelt. Das ist nie im Leben ein Zufall. Natürlich nein. Da sind Feinde. Da oben. Das sind die. Da sind sie. Das ja, ist ein Hinterhalt. Deswegen gehe ich hier in Deckung. Diese raffinierten Bastarde. Okay, bereit machen. Naja, so viel sind die ja nicht. Das haben wir ja schon festgestellt. Ich meine, die sind vielleicht nicht gerade die Intelligenz. Das sind die in den Tod geschickt werden. Aber die Puppen spielen. Wir haben uns eingesperrt. Dann kämpfen wir uns mal hier raus. Das sieht übel aus. Wir haben ein Problem. Ach ja. Das halten wir nicht mehr lange durch. Ryder, wir sind da! Wir geben ihnen Deckung! Da oben! Die Salarianer! Der Kampf ist noch nicht vorbei! Ja. Raker! Wir nehmen jede Hilfe, die sie uns geben können! Wir verschaffen ihnen Überblick! Ausschalten! Ja. Der
Achtung! Captain Hager, wir brauchen Sperrfeuer bei Ihnen auf 11 Uhr! Ja. Wird gemacht! Ryder, wir müssen uns zurückziehen! Wir haben Verwundete! Gehen Sie! Wir schaffen es jetzt allein! Sie haben uns gerettet! Wo denn? Petra, wo schießt du hin? Du schießt den Boden. Ja, ja, ich weiß. Der Raum ist riesig, aber hier ist einer. Sie dürfen uns nicht zuvorkommen. Oh. Oh. Da hinten ist noch einer. Oh, einer von der Mistkorn. Kugel des Ältesten. Sie musste abschießen. Die verdammten Dinger sind. Na bitte, das war der Letzte. Ja. Das war knapp. Wenn Rakers Team nicht gekommen wäre. Hätte schlecht für uns ausgesehen. Ja, ist tot. Ja, und was unternehmen wir jetzt, um hier rauszukommen? Ich habe einen neuen Weg zu den Quartieren des Archons gefunden. Okay, lass hören. Wir holen inzwischen Munition. Ja. Munition. Gut. Und dann wollen wir mal gucken, was dieser Misthund übrig gelassen hat. Hat er uns was übrig gelassen? Mhm. Sehe ich nichts. Egal. Die Stimme gefällt mir nicht. Was hat die er gesagt? Die Stimme hat mir noch nie gefallen. Er hat gesagt, er hat einen neuen Weg gefunden. Müssen wir wahrscheinlich, aber er sagt nicht oben. Er sagt auch nicht, das andere ist noch mich noch rot. Aber ich glaube schon, dass er hier auf dem richtigen Weg. Hier, hier. Ja. Wahrscheinlich sucht das ganze Schiff nach uns. Tja, so viel zum. Wir werden uns da reinschleichen. Ja, so ganz leise. Ich will sagen, wir machen Schluss, bevor du die Tür aufmachst. Halt, wir haben die Zeit erreicht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.